Hallo und herzlich willkommen zum OpenGeoEDU Online-Kurs. Im Rahmen des Projekts beschäftigt sich das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, kurz BKG, mit den Grundlagen der Fernerkundung und der Verwendung von Daten des Copernicus-Programms. Es geht in der ersten Linie dabei um die Erdbeobachtung aus dem Weltraum sowie den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, die sich durch offene Geodaten ergeben. Heutzutage sind viele Menschen im Alltag mit satellitengeschützten Daten und Geodaten konfrontiert, unbewusst oder bewusst. Ein Beispiel dafür sind Navigationssysteme, Kartendienste sowie Produkte wie Google Earth, die sich aus verschiedensten Quellen zusammensetzen. Entsprechend der Datengrundlage dahinter kann der Informationsgehalt, die Auflösung bzw. die Detailtiefe sehr unterschiedlich sein. Das heißt, je nach Intention können wir die ganze Welt oder ganze Kontinente anschauen oder wenn wir noch weiter hineinzoomen, uns gezielt auf Regionen und Objekte konzentrieren. Dabei können auch bestimmte Features hervorgehoben werden, wie etwa Vegetation und Wasserflächen. Die systematische Erdbeobachtung aus dem Weltall gibt es schon seit den 1970er Jahren und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Das aktuelle Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union hat den Namen Copernicus. Es gliedert sich in 6 Kerndienste oder Services auf Englisch, welche die unterschiedlichsten Aspekte der Erdbeobachtung abdecken. Einer dieser Dienste ist der Landüberwachungsdienst, der Copernicus Land Monitoring Service. Auf diesen wird auch in unserem Kursteil der Fokus liegen. Essentielle Bestandteile dieses Copernicus-Programms sind die Sentinel-Satellitensysteme und eins davon ist Sentinel-2, wie hier auch grafisch dargestellt. Mit seinen multispektralen Aufnahmen kann die Erdoberfläche in unterschiedlichster Weise wahrgenommen werden. Das heißt, mit Hilfe von Infrarotaufnahmen etwa kann auch Unsichtbares für uns sichtbar gemacht werden. Das PKG erstellt Fallbeispiele zur Verwendung von Satellitenbildern des Copernicus-Programms in Verbindung mit weiteren offenen Geodaten. Praktische Anwendungen sind etwa die Kartierung von Windwurfflächen innerhalb von Wäldern oder auch die Ansprache von Grün- und Baumflächen innerhalb von Großstädten in Deutschland und Europa. Wie Sie sehen, bildet die Fernerkundung die Grundlage für eine Vielzahl an räumlichen Daten und abgeleiteten Produkten. Immer mehr Fernerkundungsdaten stehen frei und offen zur Verfügung und bieten immer vielfältigere Auswertungsmöglichkeiten. Entscheidend dabei ist das Vermitteln von Wissen und Methoden unterschiedlichster Disziplinen. OpenGeoEDU zeigt dieses Potenzial offener Daten und hilft dabei, die Daten zu finden und auch zu analysieren. OpenGeoEDU ist ein Verbundprojekt, gefördert durch den Modernitätsfonds des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Besuchen Sie uns gerne auf opengeoedu.de.